Ah, also direkt vor mir fecht, gespeichert. Oh, gut. Na, wenigstens was. Hat sich irgendwie die Karte verändert? Nö. Erstmal nicht. Nee. Ich dachte gerade, gut. Wusste ich, weil mein Gehirn irgendwie. Die Karte sieht doch komplett anders aus. Aber nee, normal. Und da sind ja sogar die Höhenlinien eingezeichnet. Wir nehmen wirklich einen Berg ein, einfach. Jo. So, hier ist Artillerie, 4 Tage. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Als hätten die früher Party gesagt. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Na klar. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Vier Tage. Danke. Schade, dass wir die guten Bunker nicht im Einsatz gesehen haben. Die Gräben. Wie welche? Die vorderen, die sind ja die verbesserten. Ach so. Naja, die Linge wird sich bestimmt noch ergeben. Einfach die Artillerie direkt nach vorne. Ja, aber nur die leichte. Weil die ist ja irgendwie, ist die Reichweite leider auch nicht so hoch. So. Stahl, da brauchen wir nicht. Dann hat er eigentlich schon den ganzen Zauber. Junge. Da hämmert es gleich ordentlich. Sechs Gräben zerstört. Ich glaube, wir sollten die Todesblume mal in dem hier Gebiet verschieben. Ja. Feuerwalze klar machen. Ziele eingestellt. Mannschaft, diese bereit. Position mit Sperrfeuer belegen. Abfeuern. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuer befohlene Ziele. Bereit für Feuerbefehle. Adetina, wir werden
Da waren wirklich belgische Infanteristen? Nee. Doch, du hast gerade die Aufgabe erfüllt und da oben stand belgische Infanterie zurückgezogen. Dann ist die Aufgabe noch da. Ja, du hast einen von hier. Nee, schwere Artillerie, ja. Das ist noch aus der letzten Runde. Da stand irgendwas mit belgisch, deswegen dachte ich gerade. Die Belgier. Die sind irgendwie nur da oben. Die kämpfen nur bei Belgien. Ja, wahrscheinlich. Zumindest hauptsächlich. Ich glaube, wir sollten zwei in den Wald stellen, damit sie die abkämpfen, wenn die neu kommen. Ja. Beim letzten Mal auf jeden Fall mehr mitgenommen hier. Das letzte Mal, da war gar nichts mehr da. Nee, nicht wirklich. Da hatten wir ja das Problem, dass wir nicht vorrücken konnten, weil da nichts mehr war. Ja, eben. Also zwei Luftballons gekauft. Jo. Ich kann nicht bekommen. So sehe, dass er was da links abgeht. Bereit machen. Wir müssen diese Stellung halten. Mannschaft bereit für Feuerwalze. Oh, die fette Artillerie kann wieder schießen. Können die alle nicht mehr schießen, richtig smart. Mensch, ihr sollt da rein gehen. Nicht draußen stehen bleiben.
Die bombardieren sich selbst weggebombt. Sehr gut gemacht, Gegner. Oh, so viele Bataillone haben wir gar nicht da. Können wir noch zwei Elite holen, oder? Wir haben neue Befehle. Wir müssen los. Jetzt aber im Laufschritt an der Linie. Nee, hier sind noch ein paar mehr. Zumindest kann ich nur zwei lesen. Was steht denn da? 82. Oh. So, ich bin nochmal noch ein Voll drauf. Guck mal noch zu und schrei. Jo. Ciao. Bis denn. Wir haben neue Befehle. Angriff! Bereit an der Linie! Wir haben neue Befehle. Wir ergeben uns. Warten auf Befehle. Vorstellung annehmen! Bereit machen! Feuer! Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! Wählt eure Ziele! In Stellung gehen! Wir halten hier! Wir haben neue Befehle! Ausrücken! Für Salve eingestellt. Auf eingehende Feuerwalze vorbereiten. Rums und weg. Wieso feuern die nicht? Hier. Wir haben neue Befehle. Feuermänner! Ah. Warten auf Befehle. Bereit machen. An die Linie! Achtung! Feuerstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle! Warten auf Befehle! In Stellung gehen! 10 Minuten haben wir noch. Feuerwalze einleiten! Bereit für Feuerwalze vorbereiten! Alle Waffen anfeuern! Diese Position mit Sperrfeuer unsere Ziele. Positionen vorbereitet. Befohlen. Oh, haben die denn da schon wieder?
Verstärkung bereit. Achtung! Mannschaften ja, bereit! Feuer auf diese Stellung! Seid bereit, Jungs! Keine Panik auf der Titanic. Achtung! Alle zurückziehen! Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier die Stellung. Diese Stellung gehört uns. Warten auf Befehle. Wir sind unterwegs. Bereit machen. Wir müssen diese Stellung halten. Einnehmen. Achtung! Auf der Feuerstufe bereit machen. Da kommt schon wieder welche. Mannschaften Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuerwalze befehlen. Auf diese Stellung. Bereit für diese Position mit Sperrfeuer einleiten. Lade wieder. Bereit für Feuerwalze. Auf Befehle. Wir gehen zurück. Bereit machen. Die Generäle die wollen diesen Achtung. Abschnitt haben. Feuerstellung einnehmen. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Positionen vorbereiten. Wir sind verloren. Sperrfeuer an unsere Ziele. Na, scheiße. Das Feuer oder dämlich. Zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Oh, was macht die denn schon wieder? Die Arme hoch, Jungs. Was ist ein bisschen mehr los? Bereit für Feuerbefehle. Auf Feuerwalze vorbereitet. Feuert auf diese Stellung. Bereit machen. Bereit an der Linie. Achtung. Wir haben neue Befehle. Rückzug! Wir haben neue Befehle. An die Linie! Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen! Bereit machen! Achtung! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle. Wir halten hier. In Stellung gehen! Bereit an der Linie! Ach, Mensch. An die Linie! Das ist ein bisschen hakelig hier. 6 Minuten noch. Mal so anhalten. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier die Stellung. Diese Stellung gehört uns. Da reicht's auch nicht mehr hin. Warten auf Befehle. Feuerstellung bereit machen. Auf der Feuerstufe bereit machen. Achtung! In Stellung gehen! Wir haben neue Befehle. Wir müssen Feuer diese gut. Stellung halten. Bereit an der Linie.
Wir haben neue Befehle. An die Linie! Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen! Bereit machen! Wir ergeben uns! Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben! Scheiße. Schwenkt die weiße Fahne! Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Wir haben neue Befehle. Die Waffen niederlegen. Verstärkung bereit. Wir können hier nicht gewinnen. Gibt's da alles? Befehle. Da kommen wir bloß in den. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen! Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Wir ziehen uns Achtung zurück. In Stellung gehen. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie! Wir haben neue Befehle. An die Linie! Feuerstellung einnehmen! Ja, ja, zieht euch ruhig zurück. Besser ist das. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Mannschaften bereit! Auf Feuerwalze! Feuer bereit, diese Stelle! Seid bereit, Jungs! Bereit machen! In Stellung gehen! Ja, ja. Ah, die gehen echt raus. Scheiße. Bereit für Feuerbefehle. Achtung! Feuer! An die Linie! Wir haben neue Befehle. Wählt eure Zielstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle. Feuermänner! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir ergeben uns! Was für los sei? Scheißdreck! Warten auf Befehle! Nach hinten! In Stellung gehen! Bereit an der Linie! Schwenkt die weiße Fahne! Mensch, wie dicht muss es ja noch an, so blöde Zeit mal anhält. Achtung! An die Linie! Wir haben neue Befehle! Feuerstellung einnehmen! Die Waffen niederlegen! Wir haben neue Befehle. Feuer frei! Auf Nein! Feuerstufe bereit machen!
Warten auf Befehle. In Stellung gehen. Bereit machen. Bereit an der Linie. Achtung. Angriff. An die Linie. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Bereit machen. Feuer. Feuerstellung einnehmen. Gibt's doch nicht, ey. Naja, muss ja trotzdem ein Sieg sein. Oh, irgendwas nimmst du ein? Ja. Die Ding ist pausiert, die Zeit. Zwei links Sekunden. Stehen, links stehen immer noch zwei Soldaten im Wald. Das ist rechts. Ja, rechts. Schick schnell neu in den Graben. Aber wir haben geschafft. Wenn du links jetzt gewinnst, dann kannst du nach rechts gehen. Juhu! Ich glaube, wir haben gewonnen. Die Arme hoch, Jungs. Ja, zuerst müssen wir noch links einnehmen. Links siehst du gerade ein bisschen dezimiert. Das soll der Trupp sein da. Warten auf Befehle. An die Linie. Mit einem Trupp kannst du die schwere Artillerie angreifen und mit dem Rest verstärkst du jetzt die rechte Seite. Das Losen guckt auch schon wieder zu. Mensch, geht das nicht jetzt. Links musst du die Artillerie noch zerstören, damit du die Mission hinkriegst. Ja, ich bin noch dabei, Mensch. Beruhige Na, dich. Ist auch verzögert. Wir haben neue Befehle. Feuermänner, schwenkt die weiße Fahne. Da kaputt hier den Mist. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen. So, jetzt nur noch A. Bereit an der Linie. Bereit machen. War aber noch relativ knapp. Du hast 3400 Ressourcen verbraten. Ja. Oh, und vor allem 2 Sekunden vorher stehen geblieben. Wäre das eine Niederlage gewesen. Da muss ich jetzt aber ein Bier drauf saufen. Und wie hat das gekostet? Uns fast mehr als den. Zum Wohl, was für eine Fahne. Ach so, doch, die Fahne benutze ich, aber ich vergesse das immer. Großer Sieg. Na, siehste. Ja, guck mal den Preis an. Die haben 10.000 verloren und wir haben 7.000 und trotzdem haben wir fast mehr als die. Ja, angreifen ist immer scheiße. Ja. Verteidigen. Der Sieg. Auch. Der Sieg zählt. Ja. Einen Schritt näher, um Verdun zu vernichten. So ist es. Parkplatz Verdun ist zum Greifen nahe. Ja, eigentlich müssen wir nur die Sachen hinter Beton einnehmen, dann haben wir Beton. Dann müssen wir nur aufpassen, dass sie den Kessel nicht wieder öffnen von den anderen aus. Jo. Boden gut machen. Was steht noch im Metz? Jagdgeschwader, Belagerungsartillerie, 4 Infanterie und 4, also 4 Elite-Infanterie und 4 normale Infanterie. Ne, 5. Was steht jetzt in Balik Duck?
Später. In Flugzeug, in eine Belagerungsartillerie, 6 Wehrpflichtige, eine Elite und 2 Infanterie. Okay, nachher stellen wir nach Badeldag noch 2 weitere Elite. Die andere Elite machen wir nach Stenaria und 3 von den normalen machen wir dann zu Voziert. Mhm. Was war der zweite? Von 3 Seiten. Was? Was war der zweite? Voziert, das ist nebenan. Damit wir Sainter Minna Hold richtig rasieren können. Das ist das hinter Bedorn. Ja. Das ist die zweite 2-Sterne-Stadt. Wo wir angreifen werden. Mir fällt gerade auf, weil dann ist einfach komplett von 4 Städtestädten umzingelt. Das eine hat sogar 5. Ja. Das ist ja oben Luxemburg. Da kann man ja eh noch nicht viel machen von da aus. Ja. Wenn du noch angreifen möchtest irgendwo, komm mit random, kannst du das machen. Mhm. Wenn nicht, können wir jetzt weitermachen. Guck mal, das sind hier 4, 5, 1, 3. Gucken wir. Hier wird's auch voller. 8 und 9. Vielleicht versuchen die da einen Gegenschlag. Vielleicht mal ein Lager platzieren. Achtung! Ich habe sie hier 2. Gucken, können wir hier oben nicht ein bisschen stänkern? Müssen wir mal die Belgien-Mission noch erledigen hier. Wir haben neue Befehle. Das sieht so aus, als würden die uns da angreifen. Ja, zumindest hier, ne? 12 Stück immer noch. Ja. Und da auch. Hier sind schon 5. Man hätte vielleicht den Ypern mal ein bisschen nicht gestänkert. Ich glaube, wir sollten da eher so stehen. Wenn du die Runde beendest, müssten die eigentlich angreifen. Mal wieder. Wir haben neue Befehle. Die mögen ja Perronen irgendwie. Das da oben werden wir nicht so leicht einnehmen können, weil das ist Calais. Der Spawn von den Briten. Mhm. Und einkesseln können wir das leider auch nicht, weil das als Spawn gilt. Spawnstätte kann man leider nicht einkesseln. Also. Inseln sind Dreiecksgruppen, die. Sechsecksgruppen, die von den Hauptstädten getrennt sind. Mhm. Ich würde sagen, nächste Runde. Also weiter. Nächster Monat. Na gut. Riskieren wir das mal. Oh, da kommen sie schon. Ha, genau da, wo wir unser neues Depot haben. Ja. Aber da stehen irgendwie nur 2 Bataillone, glaube ich, oder? Ja. Aber ist scheinbar relativ ausgeglichen. Wenn es ausgeglichen ist, könnten wir auch Putt machen, aber. Also Ding, Auto. Nee. Alles viel per Hand gemacht. So ist es. Auto ist mir zu heiß, ey. Da wird das eine Mal da total viele Punkte verloren. Das mache ich wirklich nur, wenn man sieht, dass es ja nicht mehr geht. Aber so versuche ich es noch möglichst viele mitzureißen hier. Und der Balken war ja fast mittig. Das kann man eventuell auch durchhalten. So, erstmal eine Flippe drehen. Hatten wir nicht schon Stacheldraht? Ja. Ah, der ist ja beim anderen Fenster. Wir haben ja noch keinen gebaut. Ja, der ist beim anderen Fenster. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal eine Linie Stacheldraht. Ja, würde ich auch denken. Zuerst ein bisschen Bunker, dann ein bisschen Infanterie und dann ein bisschen Stachel. Ein bisschen viel.
Ressourcen sieht ja auch einigermaßen vernünftig aus. Wir können auch einen. Nee, macht keinen Sinn. Es gibt 4 Punkte. Nee. Naja, ja, plus HQ sind es 4, ja. Gut, da passt eine Schräge rein. Da können wir auch eine Schräge rein platzieren. Weil stimmt. 2 Meldegraben sind halt teurer als einer von denen. Ja, stimmt. Drüben hast du auch 2 Meldegraben platziert. Da kann auch einer hin. Vorne bei Z kann man so eine Schräge machen, nach links. Also, dass sie nach links gerichtet ist. Und dann noch ein gerades. Dass es so eine Viererreihe ist. Oder komplett durchgezogen geht auch. Melde mich zum Dienst. Huch. Warte, wo ist er hin? Verstärkung macht Meldung. Mike war zu flink. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Ganz links war noch ein Graben, wo du was reinmachen kannst. Der hier? Ja, der ist schräg und zieht in die richtige Richtung. Ja, gut. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Dann noch mehr Grabenblatt. Obwohl, nee, nützt. Wie witzig das aussieht, weil da ein Hügel ist. Da wieder in die andere Richtung schräg. Gut. Was haben wir wieder Kinder im Gieß? Ah. In der Mitte können wir ein bisschen wegmachen vom Stacheldraht. In der Mitte? Ja. Da trauen sie sich nämlich am wenigsten. Ja, so. Dann können wir noch den letzten rechts platzieren. Ich würde das MG eher rechts machen, weil da ist ja auch kein. Da fehlt auch ein Stück Stacheldraht. Ja, ich will nicht gerade irgendwo da mal wegnehmen. So. Reicht immer noch nicht. Jetzt. So. Hm. Doch nur eine Artillerie vielleicht. Immerhin auch 70. Ja, könnten wir eigentlich machen. Das ist besser. Wir müssen jetzt eh mit der Artillerie aufpassen, weil dieses Stacheldraht sonst zerstört. Ja, erstmal das und zweitens auch Ressourcen, ne? Haben wir sowieso nicht so viel. Um da ständig drin zu halten. Ich glaube 100 haben wir, Wecker. Könnte sein, ja. So, in der Mitte noch eine MG oder was? Ja, das war eigentlich gut, die Position. So. So können, ja. Können wir sogar noch eins machen. Ja, ganz rechts können wir auch den. Ist das Stacheldraht ganz rechts zu?
Nee, noch nicht. Jetzt mach die Beste. Oh, gut. Dann hält mir noch ein Stacheldraht. Zwei. Sogar. Ah, wir haben 20. Ich würde sagen, dass der Linke, dass du den mitlässt. Egal. Auf, Kameraden! Der Lenz ruft. Ah, Mist, haben sie die dritte Folge nicht mehr geschafft? Schade. Ach nein. So leicht werden wir nicht mehr so eine Artillerie rankommen. Boah. Also, das war jetzt auch nicht leicht, aber. Ansonsten eben mal dann gucken, mit einer Belagerungsartillerie mal so ein Ding noch wegschießen. Mal wieder irgendwo angreifen oder so. Nee, es ist voll schwer mit Artillerie zu zerstören. Ja, ich weiß. Aber dann käme man zumindest ran. Weil davor ist. Ah, das ist. Nein. Ich dachte kurz, die Gleise wären Stacheldraht, aber sind Gleise. Von mir aus können wir gerne ein bisschen beschleunigen. Ja, ich weiß. Was ist ja markierte Zeit? Ja, ich habe halt keine Lust, 3 Minuten auf einen Gegner zu warten. Die ungeduldige Jugend von heute. Mal gespannt, was sie hier wieder reinschmeißen. Also wenn sie den Stacheldraht bombardieren, haben wir Pech. Oh, besser als erstmal auf die Leute zu schießen. Sollen sie Ressourcen lieber dafür verballern? An manchen Stellen ist es ja viel der Stacheldraht so nah, dass du auf beides gleichzeitig schießen kannst. Na, ging leider nicht weiter vor. Ja, schade, ne? Ja. Rechts. Alarm! Ah, da sind sogar Belgier bei, siehst du? Hab's doch gesagt. Dann wird ja die Mission endlich mal fertig. Oh, erste Trupp tot. Also, gibt's Grund für einen Rückzug? Achso, die arme Stacheldraht. Ja. Ein bisschen dicht. Wir sind da einfach durchrennen. Interessant. Ja, die werden so ein richtig bisschen Guck dir die ganz rechts an, die waren gerade alles da. Einfach durchgerannt durch den Stacheldraht. Guck an. Das sieht nur so aus, weil manche springen da drüber und sehr viele bleiben hängen. Außer an der einen Stelle, weil der da kaputt ist. Wegen der Artillerie. Da sieht man ja, der ist kaputt. Ganz rechts ist zum Beispiel ein ganzer belgischer Trupp hängen geblieben, aber trotzdem haben wir sie durchgeschickt. Wir sind eingetroffen und warten auf das MG ist am Leben. Okay. Oh, das war die erste Welle. Ja, die ist relativ weit gekommen. Na, ja, leider ja. Du hast die zweite Welle auf sich warten lässt. Wir müssen diese Stellung halten. Warum hab ich das gesagt? Jetzt kommt sie. Mannschaft, diese Position mit Sprachfeuer belegen. So, die kommt schon, keine Sorge. Warten auf Befehl. Feuerstellung bereit halten. Rinder! Mann, warum bombardieren die uns immer? Wieso ist es so ein G-Stuck, wenn Artillerie einschlägt? Wenn sie trifft, dann trifft die. Bleibt der eh in der selben Position. Wieso hört er dann auf zu ballern? So, keine Ahnung.
Okay, die Franzosen springen wieder über das Stacheldraht. Ja, die sind scheinbar flink mit ihren Froschenkeln. Ich glaube, es kann sein, dass die Franzosen haben die so einen Perk, dass sie das machen können? Bestimmt. Habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Aber könnte durchaus sein, ne? Ich glaube, wenn du sie anklickst, kann man das sehen. Heimvorteil, es kostet weniger Nachschub in Vertriebskompanien auf als Verstärkung auf dem Feld zu platzieren. Steht da jetzt bloß. Wer weiß. Weil die Belgier sind voll hängen geblieben. Aber das stimmt. Du siehst ja auch, der Stacheldraht ist schon wieder halb weg. Die haben den voll weggemacht an mehreren Stellen. Aber läuft doch erstmal gut, würde ich sagen. Ja. Noch nicht so hohe Verluste. Ein paar schon, aber nicht so hoch. Wie viele Trupps haben wir verloren? Zwei? Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuer. Wir haben unsere Ziele. Wenigstens haben wir jetzt die Belgier-Mission. Was kriegen wir dafür? Moral wahrscheinlich, oder? Das sieht man jetzt leider nicht. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da gab's auch Geld. Forschen wäre besser. So 5. Hätten wir direkt Panzer forschen können. Ah, das stimmt. Das wäre vor allem für einen Angriff nicht verkehrt. Gut, dass sie versuchen, unsere ganzen Leute anzugreifen. Gut, dass das MG so lange überlebt. Ja. Ach, jetzt ist es auch gleich hin. Leider steht es immer unter Artilleriebeschuss. Immer versuchen hier denn immer so durch jeden Nadelöhr zu kommen, ne? Wie die Geisteskranken. Fallen wie die Fliegen. Ich weiß auch nicht, warum die da die Stelle angreifen. Na, weil da der Stacheldraht weg ist wahrscheinlich. Ja, die haben einfach weggeatmet. Aber trotzdem. Warum die? Das ist einfach da einer der stärksten Punkte und die greifen da an. Das ist die einzigste Punkt mit drei Linien Verteidigung. Ciao. Und ein MG und Stacheldraht. An manchen Stellen ist kein MG. Weil was machen die hier jetzt echt? Die laufen jetzt einfach mal durch den Kartenrand durch oder wie? Schieß aktiv. Ja. Wie die auch einfach nicht beachtet werden, ne? Die machen ja auch selber nichts. Das sind die Ulti-Scouts. Ja. Und einfach mal durch die Linie durchspaziert. Komm mal weg da. Ja, ja. Seht ihr doch. Ich würde sagen, einfach nicht beachten. Ich glaube, du solltest dich bis auf die Front konzentrieren. Ja, da geht auch nichts. Greif nicht an. Doch jetzt eigentlich, oder? Nö. Ja, jetzt? Nö. Okay, dann. Sagen wir einfach nur Hallo. Der eine Truppe ist fast tot, den kannst du zurückziehen. Nein, auch bevor Lusen wieder meckert. Ja. Nutzt ja immer noch nicht die Fahne. Jetzt sind die auf der Karte. Jetzt kommen die Franzosen von der Map ran. Na geil. Guck,
Das ist ja bescheuert. Die Cheater des Jahres. Ja, aber wirklich. Ja, das Spiel ist ja noch nicht so alt. Wir haben es festgehalten. Steam, ich will mein Geld zurück. 9 Tage? Die haben ja schon einen Haufen Bugs nach dem Early Access verändert. Müssen die kurze Pause machen. Die haben gefixt, dass die Luftballons von den KI mehr Reichweite haben. Wow, das haben die halt echt in die Problemlösungsbeschreibung geschrieben. Aha. Ja. Also, dass sie das gelöst haben, dass die Luftballons von den KI nicht so weit sehen können. Ah, die KI, wo alles sieht, ja, du darfst nur das hier aufdecken. Warten auf Befehle. An die Linie. Bereit machen. Feuerstellung einnehmen. Ah, ich muss kurz was machen. Achtung! Auf der Feuerstufe bereit machen! Mannschaft, diese Position mit Sperrfeuer belegen. Tja, von mir aus, wenn ihr schon die Schnauze voll habt. Das war ja noch relativ entspannt. So, das war ein Schuss ins eigene Knie. Ah, es gibt nur Geld. Was ist denn jetzt? Achso, ja, stimmt. Neuer Monat. Todesgift. Vergiftete Luft. Gas, Gas. Improvisierte Filter, finde ich nett, aber bestimmt bei Logistik, wa? Nee, dann bestimmt hier irgendwo. Auch nicht. Ah, hier oben. Oh Gott, das ist so weit weg. Die Kiste brauchen wir gar nicht, haben wir übernommen hier. Neue Befehle gehen ein. Los! Ja, haben wir es geschafft.
Na klar. Wichtiger Sieg errungen sogar. Was haben wir bekommen? 400 Goldreserven. Gab's für diese Missionserfüllung. Hast du die Leute schon umgestellt? Ja, gerade eben. Da stehen ja immer noch alle im Mess. Ja, nicht alle. Du hast jetzt ab bis zwei Elite-Dinger soll ich da hinschieben nach Baleduk. Was hab ich gemacht? Was, Baleduk? Ja. Was für Baleduk? Da sollte ich die hinschieben, hast du gesagt. Zwei Elite-Dinger. Ja. Und den Rest irgendwo anders hin. Ja. Die anderen zwei nach Denaria? Wo liest denn das? Ja, zeig's grad drauf. Stenai steht hier. Ja. Wir haben neue Befehle. Also da auch nochmal zwei Elite-Truppen hin, oder wie? Ja. Warten auf Befehle. Position bestätigt. Die Feldartillerie kommt wieder, kommt zu der anderen. Also auch nach Baleduk. Was ist das denn hier? Ja. Ja, noch 5 Infanterie und einmal Flugzeug. 2 Infanterie nach Wurzias. Wir müssen los. Mhm. Dann Forschungsbaum. Hey, ich dachte, der Monat ist rum. Ja, ist ja auch. Hab hier einen Punkt auf Erste-Hilfe-Zelt gemacht. Hm. Weil wir improvisierte Filter erforschen sollen, oder? Das ist ja noch ewig weit weg hier. Wir hätten für den Angriff jetzt Verstärkung gebraucht, aber... Ja, er steht ein Haufen Scheiß rum. Ja. Du greifst jetzt mit den Leuten von Four Seers. Vor dir wählst du aus. Mhm. Jetzt greifst du. Center. Ja, das, jetzt greifst du an, ganz einfach. Aber die fehlen denn hier, ne? Die drei. Ah, dann müssen wir noch warten. Mhm. Wenn lieber woanders stehen kann. Hier sind auch mal noch 9 Stück. Aber gut, hier sind schon Nachschubdinger. Da auch. Da muss ich was noch hinpflanzen. In Denai kommt noch vor Versorgung. Denai, Denai, ach hier. Ja. Oh, 7 Truppen zu stehen hier. Ja, 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 ja. Die haben aufgerüstet, ne? Da waren vorher nur 4. Die wissen, was bei denen bevorsteht. So, also erstmal noch einen Monat weiter, oder was? Ja. Greifen bestimmt eh wieder irgendwann. Hm. Doch nicht. Was ist das Todesgift für eine Aufgabe? Das ist das mit diesen verbesserten Filtern. Hier oben. Mhm. Aber da brauchen wir noch 3 Punkte, bis wir da hinkommen. Ich würde sagen, entweder wir brauchen noch, wir machen jetzt die Mörser bei Verteidigung oder mehr Truppen. Hm. Tja, gute Frage. Wie ist denn der Plan? Was machen wir denn als nächstes? Angreifen. Wo denn hier, oder was? Ja, damit wir endlich Verdun einkesseln. Hm. Dann müssten wir eigentlich mit denen angreifen hier, oder? Würde doch mehr Sinn machen als mit Vosir. Ja, wir greifen mit Vosir an, damit die Truppen dort geschwächt sind, damit wir mit den anderen beiden angreifen können. Ach so. Hm.
Aber macht das nicht Sinn, die erste Offensive mit, oder nicht mehr Sinn, mit der ersten, die erste Offensive mit der größeren Armee zu machen? Also mit der hier? Die größere soll ja gewinnen. Hm. Na gut. Die kleinere muss ja nicht gewinnen, die sollen einfach nur die Gegner die Kampfmoral runtersenken. Ja. Ha, gut. Gut, also den Forschungspunkt heben wir jetzt noch auf, oder was? Ja. Gut. Außer du willst keine Niederlage, dann greifen wir direkt mit den Kassen an. Nee, dann machen wir das so. Aber, naja, mir macht das hier ein bisschen Sorge. Dann greifen wir eben mit den Naja an. Die sind auch relativ klein. Was haben wir denn hier schönes? Flugzeuggeschwader. Stimmt, ist auch nicht mehr. Doch, Elite-Koops. Oh. Schwierig. Ja, angreifen müssen wir. Naja, ich weiß. Muss keinen Fehler machen jetzt, wenn es so gut läuft. Plus 2? Ja. Ach, ja. Ah, nimm die. Ah, Kike. So schon süd wie gewonnen. Ja, da können wir Auto machen. Ja. Du siehst, das Niedrigste wäre jetzt Part. Kleiner Sieg. Gibt nicht mal einen Stern. Ja, man braucht den katastrophalen Sieg. Achso. Einen Stern. Jetzt können wir angreifen. Mit paar Jagdak. Guck, die gelbe Linie rechts ist das, was man mag, bis zum Minimalen. Alles dazwischen kann man haben. Mhm. Das heißt, es gibt so eine kleine Chance, dass wir Part bekommen. Und jetzt greifen wir es persönlich an. Mhm. Kann schon mal draufdrücken. Die machen jetzt platt. Hoffentlich. Wenn du das sagst. Ja, du bist hier der Angriffskommandeur. Wenn wir die verlieren, bist du dran schuld. Ja. Ich weiß, du bist ja nur für die Verteidigung zuständig. So kann man sich große Affäre ziehen. Wir haben 2210 Ressourcen. Und mit 1600 starten wir. Das heißt, wir haben über 400 Ressourcen Backup. Mhm. Sollte eigentlich reichen, nur nicht ganz so gut wie vorher mit über 1000, aber das sollte gehen. Oh, hier mit Fluss sogar. Eieiei. Schick. Der Fluss ist mal nicht in der Todeszone. Komisch. Na doch. Ist er. Ah, der Fluss markiert die Todeszone, was für ein Scheiß. Ja, bauen wir erstmal ein paar Gräben. Kommt man durch den Fluss durch oder laufen die über die Brücke dann? Ich weiß es leider nicht. Oh. Ich hatte bisher nur so einen kleinen Bach gesehen. Weil von der Seite aus habe ich noch niemanden diese Stadt angreifen sehen. Die haben das immer von den anderen beiden ausgemacht und basiert. Wo ist denn Lusen? Lusen, weißt das doch bestimmt. Lusen, sag mal Bescheid. Oder ist schon weg? Kann natürlich auch sein. Ja, der Post reingeschrieben ist gegangen. Das ist zu hügelig. Zu hügelig für Graben?
Soll ein Scherz sein.